Und anschließend wird es runtergestriegelt. Ja, deswegen. Einiges an Arbeit liegt da vor uns. Leute, ihr glaubt nicht. Das ist alles richtige Scheiße hier. So, ihr habt schon gesehen, wir wollen anfangen mit Kartoffeln pflanzen. Aber das Wetter spielt nicht so ganz mit. Ich klatsche euch erstmal da oben hin. So, erstmal. Ja, unser Wetterbericht ist irgendwie auch nicht so vertrauenswürdig, sag ich mal. Es waren 0,3 mm angesagt und jetzt regnet seitdem. Es ist 7 Uhr, ist nonstop. Das nervt ganz schön. Wir wollen Rumba pflanzen. Eigentlich heute auch noch ausprobieren. Heute ist übrigens Freitag. Ja, einmal ein bisschen die Maschine richtig einstellen und morgen wird dann richtig Attacke gemacht. Eigentlich haben wir gedacht, so ein, zwei Kisten. Ihr habt die Kartoffeln ja gesehen. Die sind jetzt seit 3 Wochen hier im Vorraum. Die sind schön vorgekeimt. Fast ein bisschen dolle, die kleinen Keime werden auch wieder einen Teil abbrechen. Aber das sollte eigentlich alles ganz gut funktionieren. So, Regen hat zwar aufgehört gerade, aber das war es noch nicht für heute. Wir machen auf jeden Fall Feierabend, das wird heute nichts. Erwin ist mit dem Grubber auch wieder da. Ja, wir versuchen morgen unser Glück. Heute bei so einem Scheißwetter braucht man die auch nicht reinschmieren. Also, bis morgen. Moin! Nächster Tag. Wir haben gestern noch den Wagen hier untergefahren und das Vordach, damit er trocken bleibt. Carsten ist schon unterwegs mit der Pflanzmaschine, Erwin mit dem Frontlader hinterher, weil ist auch ein nasses Loch da. Also den Frontlader brauchen wir einmal hier zum Aufladen und einen großen Trecker. Ja, weil wir nicht wissen, wie es kommen wird. Ja, vielleicht machen wir es wie Röpers. Wir spannen noch einen Trecker davor und dann mit zwei Treckern durch das nasse Loch. Ich habe mir jetzt erstmal den Wagen geschnappt. Wir kippen da erstmal ein paar Kisten drauf, dann kann man leichter die Pflanzmaschine befüllen. So, was passiert dann, wenn man sich denkt, ach, die Kisten kriege ich schon so alle rauf. Vier vorne, vier hinten. Wenn man zwischendurch halt nicht nochmal auf den Anhänger guckt. Naja, shit happens, ne? Gut, wir fahren los.
So, ich bin ja gerade mal bei Carsten mit, Pflanzmeister. Und hier nicht meckern, ich fahre nächste Woche zum Friseur. Ja, es ist hier gerade ein bisschen alles ein Sonderfall, ein bisschen sehr speziell. Wir haben hier eine ungleiche Kante und ja, das wird jetzt mit einer AB-Kontur angelegt und 64 Reihen durchgezogen für Berechnungslänge. Und hier vorne diese Ecke ist auch ein bisschen feucht. Wir haben vorne, wie viel wiegt das Ding da vorne? 2 Tonnen? Nee, 1,7. 1,7. Und die ist nämlich in einer 3-Punkt aufgehangen. Und wenn Carsten das Ding hochhebt, dann geht der Trecker sonst vorne hoch, wenn wir da nichts vorne drin haben. Ihr habt es gerade gesehen, Erwin muss immer mal wieder mit dem Grober hierher, mit dem Frontlader einmal schnell die Pflanzmaschine vollschmeißen. Und ja, wie es aussieht, kommen wir hier durchs nasse Loch durch. Kann ich die Kamera ja erstmal wieder ausmachen, ich erkläre später mehr. Und so, die ersten 32 Bahnen sind da hinten gemacht. Hälfte ist fertig. Wir fangen jetzt andere Seite an. Und zwar ist da hinten jetzt nämlich der Keil. Wir planen das jetzt so, dass da hinten diese ganzen AB-Konturen Linien sind und wir von hier gerade Linien ranpflanzen. Problem ist, dass wir hier unter diesen ganzen Bäumen am Wald immer keinen GPS-Empfang haben. Deswegen hat Carsten jetzt die vierte Bahn genommen. Und mit einem Spurenreißer hier unten. Den Rest, den werden wir alles mit der Hand zurückpflanzen müssen. Ja, und ja, wollen wir hoffen, dass alles gut geht. Weil da hinten ist das eine nasse Loch, wo passieren könnte, dass wir den Röpers machen, wie ich es gesagt hatte. Aber da kann man ja auch nicht einfach ausheben und das irgendwie auslassen. Deswegen, so blöd wie es ist, das muss durchgewühlt werden. Hier kann man das super gut erkennen, was ich schon mal meinte. Wir machen einfach nur den Damm ein bisschen beiseite, oder die Erde beiseite, Kartoffelfeld rein, über diese Schalen, über diese Becher. Und dann wird es wieder zugeschüttet. Dadurch haben wir hier einen super kleinen Damm. Deswegen, hier gehen auch nur Verarbeitungen. Das ist jetzt übrigens Rumba, was wir pflanzen. Das ist ein Allrounder quasi. Ganz Pommes wird meistens für Flocke verwendet, aber auch für Chips. Also wie gesagt, Pommes, Flocke, Chips. Hier werden die halt nicht so richtig schön gelb, deswegen auf diesem Boden Verarbeitungskartoffeln. So, was ich damit meinte, konventionelle haben es ja meistens so, die fahren dann auch mit breiten Reifen, beziehungsweise andere, nicht unbedingt nur konventionelle. Die fahren dann mit breiten Reifen, haben vorne noch so eine schöne Kreiselecke drin, die 25 cm tief geht und brauchst davor auch einen großen Trecker und dann hast du hinten auch einen Damm vor dem Blech, dass dein Damm optimal geformt ist. Jetzt können wir hier mal gucken. Wir pflanzen in 34 cm. Ich habe jetzt keinen Zollstock mit. Hier liegt die Kartoffel. Und dieser kleine Damm hat halt diesen Vorteil, dass sich die Erde schneller erwärmt. Wir lassen das jetzt so 3 Wochen ungefähr, bis wir fast fertig sind mit dem Pflanzen. Und ja, dann fahren wir es erstmal mit dem Häufler durch. Einmal wieder ein bisschen anhäufeln. Das werdet ihr dann auch sehen. Die Dämme werden dann so gut wie grün sein. Und anschließend wird es runtergestriegelt. Ja, deswegen. Einiges an Arbeit liegt da vor uns. Carsten mit langsam, das sieht nicht gut aus. Oh, 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 scheiße. Oh. Oh Mann, ja, hier brauchen wir jetzt Hilfe. Hier ist dieses nasse Loch. Und das ist jetzt der Nachteil an den schmalen Reifen. Hast du Erwin angerufen? Ja, Erwin kommt. Ah. Hier. Ja. Die verfaulen doch wieder. Ja, hier wird nichts groß draus. Gut. Erwin wird sich jetzt den 6215 hier fortspannen. Ja, und dann müssen wir den Scheiß hier durchziehen. Hier haben wir keine Erwartung, da wird nicht groß was draus werden. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, warum wir denn überhaupt mit schmalen Reifen fahren, Erklärung folgt, aber das ist besser zu erklären, wenn man fährt. Na, hier geht doch schon. Ja. 2, 3 Bahnen und dann muss das passen.
Ah, das sei schon wieder lose. Es ist wirklich nur dieses eine kleine Loch. Hier. So sieht es nämlich aus, wenn man die Treckerspur breit hat. Kriegt er den Damm nicht mehr zu. Da nützt ja nichts. Ja, schön ist das nicht. Ne? Nee. Alter, hier den Kluten kommt und die Kartoffeln, das werden wir das ganze Jahr sehen. Ja, ja. So, jetzt bietet sich das gerade einmal kurz an, das mit der Spur zu erklären, weil wir es gerade hatten. Wenn die Erde hier runtergefahren ist, dann kriegt das Schar nicht mehr genug Erde zum Beiseiteräumen. Beziehungsweise diese Scheiben haben dann keine Erde mehr, um den Damm richtig zuzumachen. Deswegen Pflegebereifung, weil wir damit nur die Erde platt drücken, die genau zwischen den Dämmen ist. Ja, kann ja nur besser werden, ne? Leute, ihr glaubt's nicht. Alles richtige Scheiße hier. Wir haben da vorne die zwei Bahnen gemacht. Hier ist eine Sandkuppel. Jetzt haben wir gedacht, wir können hier GPS-Bahnen weiterpflanzen. Ja, seht ihr, was passiert ist? Das Problem ist auch, dass der ganze Trecker 14 cm rübergefahren ist oder rübergezogen wurde. Hier wird nichts draus. Es wird absolute Scheiße hier. Und jetzt werden halt auch die Anschlussspuren überhaupt nicht passen. Und irgendwie macht es so absolut gar keinen Spaß. Wir wissen nicht, wie viel wir hier heute noch machen. Wir fangen jetzt erstmal an, da die 32 rein. Das wären ja insgesamt 64, damit wir dann unsere Berechnungsbreite haben. Die pflanzen wir jetzt erstmal zu Ende, weil da vorne, da sieht es aus, als wenn hier dann wirklich nichts Nasses ist. Ja, und dann gucken, wie weit wir dann kommen. Deswegen, hier diese ganzen Bahnen, das werdet ihr gleich in den Drohnenaufnahmen sehen. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, Film ab. Wir sind jetzt mittlerweile fast mit dem Keil hier fertig. Hier sind ja die 64 rein. Carsten ist mittlerweile weg. Ich habe ihn abgelöst. Der ist zum Osterfeuer. Ja, ich denke gar nicht, dass es noch allzu weit geht. Wie machen wir es jetzt hier beim Keil? Ich sehe so zu, dass ich in die zweiten Reihe reinpflanze. Da vorne, da ist die zweite Reihe. Und dann muss man halt beim Häufeln aufpassen, beziehungsweise, ja, muss man aufpassen. Und dann ist hier gar nicht mehr allzu viel. Wir haben, ihr seht, Konrad hat den Wagen gerade schon runtergemacht. Wir haben für 5 Hektar Saat mitgenommen. 4,2 Hektar haben wir jetzt fertig. 4,18. Ich hatte erst auf die Geschwindigkeit geguckt, aber hat ja doch gepasst. So, und genauso beim Ausheben muss ich jetzt hier beim Einsetzen auch wieder die ersten zwei Dämme erwischen. Wichtig, anhalten, Maschine runterlassen. Oberlenker muss da im Langloch ein bisschen Spiel haben. 5 km/h fahren wir. Wenn wir schneller fahren, wir haben ja keine Bandlegemaschine. Wir haben ja diese Becher mit Bandlegemaschine, da kann man auch schneller fahren, weil die Kartoffel dann unten nicht hin und her rollt. Weil die Maschine quasi über das Band die Geschwindigkeit vom Trecker ausgleicht. Wir schmeißen die Kartoffel jetzt rein und je schneller wir fahren, desto mehr rollt die Kartoffel hinterher, unten da. Ja, und dann hat man nicht mehr den Abstand. Wir pflanzen ja einen 34 cm Abstand. Und ja, die Keime sind auch nicht mehr so dran, wie sie gestern da in der Kiste waren. Aus dem Grund,
dass ja, wir holen ja unser Pflanzgut. Hier mal gucken. Wir holen ja unser Pflanzgut, packen das dann in eine Kiste rein, weil sonst auf dem Anhänger schwitzen würde. Und in der Kiste keimt das dann schön, aber nur die obersten Kartoffeln. Ja, besser wäre quasi, wenn man die wirklich zum Vorkeimen, das ist nicht geplant, unser Vorkeimen, ne? Das machen wir jetzt nicht extra zum Vorkeimen, einfach nur damit die nicht schwitzen, das in die Kisten packen. Und wenn man die richtig vorkeimen lassen möchte, dann packt man die am besten in eine kleine Kiste. So haben wir das dann auch in der Ausbildung gemacht, das war ein bisschen filmig, aber ja, ist wie es ist. So, perfekt. Musst du da mal rauskommen, sonst kann ich nicht hochheben. Bist zu schwer. Alles klar, Leute, das hat gut gepasst hier. Die Bahn gerade noch zu Ende gekriegt, jetzt müssen wir keine extra anfangen. Der Wagen ist leer, mehr machen wir heute nicht, mehr geht auch gar nicht so richtig. Ihr habt da ja die eine Bahn gesehen, die wir angefangen haben. Das ist alles ein bisschen scheiße. Wir packen jetzt zusammen und das war es dann jetzt auch mit dem Video. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein langes oder ein kurzes geworden ist. Auf jeden Fall geht es nur ums Pflanzen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Nützt alles nichts. Wenn wir ein erfolgreiches Video haben, müssen wir uns festfahren, ne?